Hallo und herzlich willkommen hier bei Goodbye Deponia. Wir kommen, glaube ich, langsam zum Ende, aber das werden wir bald sehen. Entschuldigen? Wofür denn? Weißt du das wirklich nicht? Merkst du am Ende gar nicht, was du deinen Freunden antust? Immer und immer wieder? Ist das jetzt wirklich nötig? Ich denke, wir haben Wichtigeres zu tun. Echt? Nein, nein, er muss das lernen. Also Rufus, wir warten. Du willst mich doch einfach nur demütigen. Versuch nicht, dich rauszuwinden. Es ist an der Zeit, Verantwortung für deine Taten zu übernehmen. Also los, wir warten. Das ist alles nur ein Ergebnis deiner miesen Erziehung. Und wieder versuchst du, die Schuld auf andere abzuwälzen, womit bewiesen wäre, dass man dir nichts, aber auch gar nichts beibringen kann. Du wirst immer derselbe Versager bleiben, der du schon als Kind warst. Ich bin kein Versager. Und ich bin sehr wohl in der Lage, dazu zu lernen. Dann beweise es. Na los, entschuldige dich. Wir warten. Ich wollte doch nur helfen. Jetzt tu mal nicht so. Du wolltest nur dir selber helfen. Ich habe immerhin den Widerstand gegründet. Und ich bin sehr wohl in der Lage, dazu zu lernen. Von wegen. Du wolltest nur Gol beeindrucken, damit sie dich mit nach Elysium nimmt. Und nicht einmal jetzt, wo du sie auf dem Gewissen hast, bist du bereit, deine Niederlage einzugestehen. Hm. Muss Deponia wirklich erst in die Luft fliegen, bevor du einsiehst, dass du allen schadest? Nun machen sie aber mal halblang. Es ist doch nicht seine Schuld, dass der Organon Deponia sprengen will. Hm. Das vielleicht nicht. Aber offenbar ist es ihm wichtiger, seinen Kopf durchzusetzen, als die Planetensprengung zu verhindern. Das stimmt doch gar nicht. Dann beweise es. Na los, entschuldige dich. Wir warten. Ich werde mich garantiert nicht entschuldigen. Oh doch, das wirst du. Und wenn ich dir dafür die Ohren langziehen muss. Müssen sie ihm wirklich so zusetzen? Wir haben es doch alle gesehen. Er hat es vermasselt. Wozu müssen sie ihn denn jetzt noch so quälen? Ich will es von ihm hören. Na los, Rufus. Wir warten. Dann warten wir eben. Der dritte Rufus kann es immer noch schaffen. Und wenn er es geschafft hat, werdet ihr euch bei mir entschuldigen. So. Du Verdammter! Ziegel, was soll denn das? Das geht entschieden zu weit. Legen Sie die Waffe weg. Ja, das könnte ihm so passen. Aber ich habe es endgültig satt, mir von dieser Pestbeule auf der Nase rumtanzen zu lassen. Ich will jetzt eine Entschuldigung hören. Laut und deutlich. Wird's bald? Dann erschieß mich doch. Dann werden alle sehen, wer hier das Arschloch ist. Du stirbst lieber, als es zuzugeben, was? Aber das könnte dir so passen. Na los, entschuldige dich! Mann, jetzt weiß ich, wo Rufus seinen Quatsch hat. Das war alles seine Schuld. Was? Er ist schuld. Du bist dreimal mehr schuld, ohne Rückfahrkarte. Ey, das gilt nicht. Wohl. Ruhe! Entschuldigt euch gefälligst. Und zwar beide. Sonst rutscht mir gleich der Finger ab. Er hat sie doch nicht alle. Warum tut er nichts? Was sollen wir denn tun? Er hat eine Waffe. Komm schon, Rufus. Entschuldige dich doch einfach. Dann hat dieser Spuk endlich ein Ende. So was nennt ihr auch in den Tag? Ist ja schon gut. Ich entschuldige mich. Was? Wieso das denn? Vertrau mir. Wir sollten uns entschuldigen. Hast du was im Auge? Ich verliere langsam die Geduld mit euch beiden. Wieso denn mit mir? Seine Schuld. Er hat Goal auf dem Gewissen. Ja, nicht nur das. Er hat unzählige Brände und Explosionen verursacht. Er hat fremde Leute beleidigt. Er hat John F. Kennedy erschossen. Er hat Tonys Goldfisch ertränkt. Er hat Katzen unter Drogen gesetzt. Oh. Er hat gestohlen, was das Zeug hält. Ausgeborgt. Er hat Bosos Kutter zerstört. Er hat John F. Kennedy erschossen. Es ist gerade so spannend. Er hat Benson gedemütigt. Hey, es tut mir leid. Tut es dir nicht. Tut es dir nicht. Er hat Baby-Delfine zu tun verarbeitet.
Er hat das Schmelzen der Polkappen verursacht. Warum tut er nichts? Er hat eine Waffe. Er hat fremde Leute beleidigt. Okay, es tut es dir nicht. Er hat unzählige Brände und Explosionen verursacht. Hey, Finger weg! Genau das meine ich. Ständig macht er Ärger. Er hat halb Kuwait verwüstet. Er hat sie doch nicht alle. Warum tut er nichts? Er hat Benzel gedemütigt. Ich fass es ja nicht. Er hat Katzen unter Drogen gesetzt. Dieser Verräter. Er hat Boses Kutter zerstört. Er hat Wenzel gedemütigt. Siegel erwartet, dass ich irgendwas Dummes mache. Er hat Tonis Goldfisch gefangen. Werde ich ihm nicht tun. Er hat Wenzel gedemütigt. Uhu, bitte kommen. Nichts auf dieser Frequenz von was das Zeug hält. Er hat Baby-Delfine zu Thunfisch verarbeitet. Er hat sie doch nicht alle. Und Goldfisch ertränkt. Entschuldige dich doch einfach. Er hat Bosos Kutter zerstört. Finger weg, hab ich gesagt. Siehst du? Er ist an allem schuld. Er hat John F. Kennedy erschossen. Ein Stecker kann was das sein, Zeug hält. Nein. Na? Er hat das Schmelzen der Polkappen verursacht. Es ist gerade so. Er hat das Schmelzen der Polkappen verursacht. Hey, tut es dir nicht. Er hat John F. Kennedy erschossen. Hey, es tut mir leid. Tut es dir nicht. Er hat halb Kuba verwüstet. Ich kann nicht wechseln, aber wirklich was machen kann ich auch nicht. Er hat Wenzel gedemütigt. Oh Gott. Also, wow. Warte mal, er hat John F. Kennedy erschossen. Er hat fremde Leute beleidigt. Er hat Tonis Goldfisch ertränkt. Hey, es tut mir leid. Tut es dir. Hey, tut es dir. Sie hat gestohlen, dass ich das irgendwas Zeug Dummes hält. Mache. Aber den Gefallen werde ich ihm. Er hat Wenzel gedemütigt. Und? Ja. Er ist schuld es daran, dass Mutti gestorben ist. Nicht! Ob das so eine gute Idee war? Also, was ist jetzt? Bekomme ich meine Codes oder nicht? Gib sie ihm nicht! Aber dann wirft er dich vom Turm! Hauptsache, einer von uns schafft es nach Elysium! Unmöglich! Ich kann doch nicht schon wieder für deinen Tod verantwortlich sein! Das hat mir beim letzten Mal überhaupt nicht gefallen. Was redest du denn nur für einen Unsinn? Wird denn das heute noch was? In der Zeit hätte ich mir schon längst eine neue Kopie der Datasette anfertigen können. Was denn? Ihr dachtet doch nicht wirklich, dass ich die Daten nicht noch irgendwo anders gespeichert habe. Sowas nennt man Backup. Tja, ich habe mich immer gefragt, was wohl dein letzter, entscheidender Fehler sein wird, Rufus. Ich denke, da haben wir ihn dann wohl. Oppenbott, werfen Sie die Frau vom Turm. Aber... Weniger widersprechen, mehr Frau vom Turm werfen. Nein! Ich springe natürlich hinterher mit Oppenbott. Schallgeschwindigkeit knacken? Oh. Überraschung, Sohnemann. Du dachtest wohl, du könntest mir entkommen, was? Wozu eigentlich? Was bezweckst du damit? Keine Ahnung, Zeit schinden? Zeit? Wofür? Der dritte Rufus hat bestimmt einen Plan. Du benimmst dich wie ein Baby. Sieh es ein, der dritte Rufus hat es auch vermasselt. Ich benehme mich nicht wie ein Baby. Erstmal diskutieren. Doch! Der dritte Rufus hat... Huh? Nanu, was ist das? Ein Babyphone klingelt. Ja, hallo? Ich habe es vermasselt! Alles klar, danke. Das war Rufus. Er sagt, er hat es vermasselt. Na sowas. Wer denkt mal nicht nur an sich selbst, sondern an selbst in zweiter Person? Und los geht's. Hey, was soll denn das? Hey! Hey!
das weh? Ich sag doch, ich fahre. Na dann, nichts wie weg hier. Das geht doch. Das war so tief. Komm schon, mach dich nicht so schwer. Wir haben noch Arbeit vor uns. Die wirst du wohl ohne mich erledigen müssen. Ich schaffe es nicht mehr. Oh nein. Wovon redest du denn da? Natürlich schaffst du das. Leider nicht. Er hat mich doch ganz schön getroffen. Du bist jetzt wieder auf dich allein gestellt. Versprich mir, dass du Goal retten wirst. Und Deponia. Und dass du es nach Elysium schaffst. Du es. Tu es für Kann mich. Er nicht mal langsam echt diesen... Halte durch. Du kannst es noch schaffen. Nein. Es ist zu spät. Alles wird dunkel. Du musst wach bleiben. Hörst du? Gib jetzt nicht auf. Mach dir mal keine Sorgen um mich. Ich komme schon klar. Solange ich auf der anderen Seite keine Schrottpressen reparieren muss. Lass mich jetzt nicht allein. Du kriegst das auch ohne mich hin. Du hast es immer alleine geschafft. Wäre doch eh blöd gewesen, wenn wir uns den Ruhm hätten teilen müssen. Oh, wie süß. Ich schaff das nicht ohne dich. Oh, wie süß. Och, kleiner Anakin, Rufus, das tust du. Und tief in deinem Herzen weißt du das auch. Ich glaube an dich. Ich liebe dich. Das würde ich an deiner Stelle auch tun. Ich bin ja auch echt lässig. Mach's gut, Rufus. Hast du's bald? Ich will ja nicht unromantisch erscheinen, aber wir haben hier nach wie vor ein paar riesige... Probleme. Tja, das war's dann wohl. Schließlich hast du es doch noch geschafft, uns alle zu töten. Die Kanone war unsere letzte Chance. Und nun ist sie verstopft. Wir werden alle sterben. Und es ist alles deine Schuld. Vielen Dank auch, Rufus. Stopp! Ihr solltet euch was schämen. Ihr wollt allen Ernstes Rufus die Schuld geben? Wo wärt ihr denn jetzt ohne ihn? Doch immer noch zu Hause in Kuwak oder auf dem schwimmenden Schwarzmarkt. Und ihr würdet da euer kleines Süppchen kochen und nicht einmal hochgucken, bevor die Bombentürme ihre Klammern öffnen. Er war es, der euch hierher gebracht hat. Er hat für euch und euren Planeten gekämpft. Und das, obwohl ihr ihn hasst. Er hätte mehrfach mit mir nach Elysium gehen können. Aber er tat es nicht, weil er euren Planeten nicht auf dem Gewissen haben wollte. Und nun verdammt ihr ihn nur, weil er das Gleiche auch für Elysium tut? Goal! Oh, Goal! Du lebst! Und du siehst gut aus! Und du lebst! Aber warum eigentlich? Wo warst du nur? Das ist eine lange Geschichte. Die damit endete, dass Argus mich von der Spitze der oberen Aufstiegsstation werfen ließ. Ein Rufus sprang mir hinterher und erwischte mich nur wenige Meter vor dem Aufprall. Dann verlor er die Kontrolle über seinen Flugroboter. Ich wurde abgeworfen, kurz bevor er das Tor zum Rebellenlager passierte. Zum Glück landete ich sanft auf einem Teigtaschenstand. Kann ich euch kurz unterbrechen? Bei aller Wiedersehensfreude. Hallo, Goal. Pony. Wir sind trotzdem noch zum Tode verurteilt. Ihr erinnert euch? Lass sie doch, Toni. Es ist egal. Wir können ohnehin nichts mehr tun. Ich weigere mich, das zu glauben. Es muss noch einen Weg geben. Was guckt ihr mich so an? Mein Plan war das mit der Kanone. Denkt ihr wirklich, ich hätte das gemacht, wenn ich einen anderen Ausweg gesehen hätte? Wenn ihr einen Plan wollt, dann muss der schon von Rufus kommen. Ist das dein Ernst? Und gute Nacht. Du, Doc, ich weiß nicht. Ich habe in den letzten Tagen durchaus ziemlich viel Mist gebaut und... Natürlich hat Rufus einen Plan. Was habe ich? Na, einen Plan. Einen genialen Superplan. Seinen besten bislang. Und er beginnt mit einem P, richtig? Das ist ein Shift.
Okay. Okay, ein Plan also. Komm schon, Rufus, du bist gut in sowas. Du bist super, super, super. Nein, verdammt, bist du nicht. Du hast alles vermasselt. Siegel hatte recht, der Fahrstuhl ist futsch. Und Deponia wird gesprengt. Kein Plan der Welt könnte das noch aufhalten. Ich habe es nicht nötig, immerhin. Ein Plan? Oh, verdammt. Ich bin so ein Loser. Was kann ich noch machen? Hast du nicht irgendeine Idee? Nein, Rufus. Es tut mir leid. Du hattest recht. Bereits der Plan, Elysium vom Himmel zu schießen, war der reinste Wahnsinn. Aber jetzt ist die Kanone ohnehin durch den Panzer verstopft. Und ich bin mit meinem Latein am Ende. Aber dir muss etwas einfallen. Du bist doch der echte Bastler von uns beiden. Du irrst dich, Rufus. Ich bin vielleicht ordentlicher, genauer, zuverlässiger, geschickter und um einiges klüger als du. Aber das hier ist nicht die Zeit für bedachtes Handeln. Wenn es jemals den richtigen Augenblick für eine undurchdachte Verzweiflungstat gab, dann jetzt. Aber er hat recht, Rufus. Du kannst das. Nur ein Verrückter würde jetzt noch auf uns setzen. Und das bist du. Genau. Was hier fehlt, ist nicht nur ein weiteres bescheuertes Rufus-Manöver. Wir brauchen den absurdesten Plan, den du jemals ausgeheckt hast. Nicht mehr und nicht weniger als das ultimative Manöver. Komm schon, jetzt musst du da was einfallen. Du bist doch total bescheuert. Wir sehen uns gleich wieder.